Hallo, ich heiße Jill. Du wohnst in Graz, verdienst unter 1.154 Euro netto im Monat und suchst finanzielle Unterstützung. Wenn du bereits seit 6 Monaten in Graz gemeldet bist und dein Aufenthaltstitel über 3 Monate gültig ist, kannst du nachsehen, ob du die Sozialcard beantragen kannst. Durch die Sozialcard der Stadt Graz sind Tarife für den öffentlichen Verkehr der Holding-Graz-Linien günstiger für dich. Das heißt, du kannst billiger mit Bus und Straßenbahn fahren. Außerdem hast du damit Zugang zu Lebensmitteln aus den Winzimärkten oder der Team Österreich-Tafel. Es gibt dadurch auch verschiedene finanzielle Unterstützungen, wie den Energiekostenzuschuss, die Weihnachtsbeihilfe oder den Kleinkinderzuschuss für dich. Mit der Sozialcard hast du außerdem die Möglichkeit, Kulturveranstaltungen, Freibäder, Sportvereine oder Museen günstiger oder gratis zu besuchen. Schau auf die Website www.graz.at/sozialcard und prüfe nach, ob du die Voraussetzungen für die Sozialcard erfüllst. Dieses Video ist im Auftrag von Südwind im Rahmen des Projektes ASAP entstanden.